wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute bei euch hier sein darf und über ein sehr spannendes Thema sprechen darf, nämlich die Digitalisierung aus einem sehr untechnischen Feld betrachtet. Der Titel des Vortrags ist Digital Unleashed. Wie können wir Potenziale in Organisationen entfesseln, ohne dass man von diesem Digitalisierungszug, der da auf alle zurast, manche sitzen drinnen, manche stehen davor, andere sind an der Seitenlinie, überfahren werden. Die erste Aufgabe des Tages war Aufwachen. Aufwachen im Kontext der Digitalisierung, aufwachen im Kontext von dem, was da passiert, was sich da in dieser Welt tut. Wir haben die letzten 1,5 Tage schon sehr viele Impulse bekommen, wohin diese Reise gehen kann. Und ja, dass da wirklich einiges an Arbeit noch vor uns liegt. Und ich möchte jetzt da gleich vorweg ein paar Worte sagen, was in den nächsten 30, 40, 45 Minuten passieren wird. Die Zielsetzung ist, Impulse zu geben, wie man das Thema Digitalisierung aus einem nicht technischen Kontext betrachtet, auf Organisationen bezogen, auf Menschen bezogen. Wir haben vorher gehört, digitaler Humanismus ist nicht optional. Also das ist wirklich ein Credo, für das ich einstehe, dass man auch immer mehr merkt, dass das immer mehr im Kommen ist, dass die Digitalisierung ein Kulturthema ist, ein Kulturwandel, nicht nur in den Organisationen, sondern auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Und wenn einem das bewusst wird, dann findet man auch Mittel und Lösungen, wie man dieses ganze Thema vielleicht auch ein bisschen anders im eigenen Unternehmen betrachtet. Was wollen wir heute hier? Wir wollen entfesseln. Wir wollen entfesseln Gedanken, Ansätze, Denkweisen, wenn es darum geht, dieses digitale Potenzial in den Unternehmen zu heben. Es ist sehr viel Potenzial da. Das Problem ist, dass es eben oft nur aus einzelnen Aspekten betrachtet wird. Und es gibt aber sehr, sehr viele Dinge, die im Zusammenspiel dieses ganze Thema Digitalisierung, Wandel, digitaler Wandel kombiniert zu einem sehr starken Thema werden lassen. Und ich habe ein Versprechen, es wird definitiv nicht technisch. Ja. Also alle, die heute hier sind, hoffentlich, sage ich mal, keine Fachvokabulare, keine Themen, die man nicht, sage ich mal, versteht. Ich habe gestern in einzelnen Gesprächen die Rückmeldung bekommen, dass es immer wichtiger ist, diese Themen runterzubrechen auf eine Ebene, wo jede Ebene aus Unternehmen mitkommen kann, also auf der inhaltlichen Seite, wo es aber auch darum geht, das ganze Thema auf den Boden zu bringen und in den, sage ich mal, Grad eines gewissen Realismus zu führen, die Realitätsbrille nicht zu verlieren, und auf der Ebene wollen wir uns heute bewegen. Also es wird nicht technisch, zumindest nicht so sehr technisch. Worum geht es heute nicht? Ich möchte keine Brandrede für Digitalisierung halten. Ja. Diese ganzen Themen, wir müssen digitalisieren, das haben wir alles schon 100.000 Mal gehört, das kann auch niemand mehr hören. Wir werden uns nicht unterhalten über Potenziale, die keine echten Potenziale sind, und wir werden auch nicht über schlechte Digitalisierung sprechen, weil am Ende des Tages, wie es nicht funktioniert, wissen viele von uns bereits aus eigenen Erfahrungen, aus dem Kontext von Projekten, in denen man mitgearbeitet hat, aus Bad Practices berichten. Und wir wollen uns eigentlich darauf konzentrieren, wie man das Ganze, sage ich mal, mit ein bisschen am Success-Faktor rüberbringen kann. Worum geht es eigentlich wirklich? Es geht um Technologien, es geht um Tools, es geht um Werkzeuge, es geht um sehr komplexe Beratungsprojekte in den Organisationen, und am Ende des Tages geht es um Prozessveränderung, um Veränderung in der Organisation, um Veränderung von uns Menschen. Also das sind sozusagen die Hauptinhalte, über die wir im Kontext Digitalisierung sprechen. Tun wir das? Nein, tun wir nicht. Denn am Ende des Tages geht es genau darum, nämlich uns Menschen. Es geht darum, wo die Digitalisierung einen sinnvollen Einsatz finden kann und wo wir all diese wunderbaren Technologien so kombinieren und zusammenführen, dass es am Ende des Tages zu weniger Lebenszeitverschwendung kommt, dass es zu positiven Veränderungen kommt. In diesem Bereich auch ganz wichtig, aus welchem Kontext, dass man das ganze Thema betrachtet, und dass wir uns alle darüber bewusst werden, dass wir uns eigentlich in einem gesellschaftlichen Wandel eines bisher noch nie dagewesenen Ausmaßes bewegen und all diese Themen uns eigentlich auf vielen Ebenen überfordern. Bevor wir jetzt ganz reinsteigen, noch einmal ganz kurz zu mir. Also die
die Ankündigung war eh schon sehr umfassend. Was ich noch mitgeben möchte, also ich bezeichne mich als Digitalvisionär, weil ich mich seit mittlerweile 20 Jahren mit dem Thema Technologie, dem Fortschreiten von Technologie, was macht Technologie mit uns Menschen, befasse. Und da hat man einfach schon sehr viel mitbekommen von der Wahrnehmung, wie Technologie wahrgenommen wird, wie Menschen auf Technologie reagieren, wie Menschen eine Abhaltung gegenüber Technologie entwickeln können. Und all das sind natürliche Prozesse, mit denen wir jetzt umgehen lernen müssen, weil Digitalisierung halt einfach eine neue Art von Basistechnologie, von Basisarbeit und von Basisprozessen in Unternehmen hervorruft. Und das führt halt einfach dazu, dass dann viele auch überfordert sind. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen auch mein Thema, was ich, wenn ich mit Startups arbeite, weitergeben möchte. Es geht nicht immer nur um Technologie, ja. Es geht am Ende des Tages, was bewirkt diese Technologie. Wir haben das Thema, dass Technologien eingesetzt werden, oft um der Technologie willen. Ja. Wir haben das Thema, dass technologische Innovation aus Marketinggründen in Unternehmen passiert und vielerorts leider Gottes der gute alte Hausverstand untergeht. Und genau das sind Themen, die wir heute auch diskutieren wollen und betrachten wollen. Und wenn ihr das mitnehmt, dass ihr, wenn ihr eine neue Technologie oder mit einer neuen Technologie zu tun bekommt, vielleicht einmal auch hinterfragt, was bedeutet das für mich als Mensch, was bedeutet das für die Menschen in einer Organisation, dann habe ich, glaube ich, die Botschaft mitgegeben, die ich mitgeben möchte. Ich habe sehr viele Engagements, ja. Eines der wichtigsten ist derzeit, sage ich mal, auch das Thema, wie man die Jungen dazu bringt, zu fördern, dazu zu bringen, Unternehmen aufzubauen. Von dem her freut es mich auch, dass wir sehr viele junge Gäste auch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben in dem Kontext mit dem Industrielogistik-Sommer im nächsten Jahr noch mehr vor. Auch die Plattform ILS 365, die wir jetzt aufgebaut haben, da geht es eigentlich ja darum, das ganze Jahr Inputs zu sammeln, nicht nur sag ich mal, aus dem Corporate-Umfeld, sondern einfach auch aus dem Gründungsumfeld. Wir werden nächstes Jahr auch einen Schwerpunkt auf Startups noch mehr legen, doch mehr dazu, wenn wir das Programm fürs nächste Jahr vorlegen. Zum unternehmerischen Hintergrund, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, davon rund 15 Jahre mittlerweile in der Freies IT GmbH. Ich habe es gestern schon gesagt, wir sind Geburtshelfer für digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle in Organisationen. Und in dem Kontext haben wir natürlich schon sehr viele Themen gesehen, betrachtet. Wir sind in über 45 Branchen im Einsatz und haben ganz bewusst uns auch als Strategie gesetzt, technologieagnostisch zu arbeiten, herstelleragnostisch zu sein. Und dadurch hat es natürlich auch viele Vorteile, wenn man links und rechts die Themen betrachtet. Ich habe es vorhin schon gesagt, es lebe der digitale Humanismus. Vielleicht ein kurzes Handzeichen. Wer hatte diesen Begriff im Vorfeld schon mal gehört? Würde mich jetzt interessieren. Mhm. Also für die zu Hause, ja, ich hatte jetzt da im Publikum bei gefühlt 150 Personen circa 5% Hände, die oben sind. Und das zeigt mir auch, dass wir mit dem Thema heute sehr richtig sind. Denn dieses Thema wird im Kontext digitale Technologien eigentlich totgeschwiegen. Warum wird es totgeschwiegen? Weil es kein technisches Thema ist, weil es im Marketing und Sales vielleicht jetzt nicht unbedingt positive Einflüsse bringt. Und wenn wir über digitalen Humanismus sprechen, dann gibt es so drei Grundthemen in dem Kontext, die man beherzigen sollte. Das eine ist, wir setzen, wenn wir über Digitalisierung nachdenken oder Maßnahmen im Kontext der Digitalisierung ausführen, menschliche Werte und Grenzen für die Maßnahmen, die wir umsetzen. Was bedeutet das? Wir überlegen uns, wohin uns Digitalisierungsschritte führen und was das mit den Menschen macht, die mit den Ergebnissen dieser Digitalisierungen umgehen und tagtäglich arbeiten müssen. Der zweite Punkt besteht darin, dass wir das Thema Co-Creation, Co-Creative Transformation angehen. Das heißt, wir versuchen, bestehende Modelle miteinander zu kombinieren, weiterzuentwickeln, auszubauen und gelernte Themen auch, sage ich mal, aus den ersten beiden Punkten entsprechend anzuwenden. Und das dritte ist, wir schließen niemanden aus. Ja. Wir haben es gestern schon gehört, der Roland Fink hat es sehr schön gesagt, es gibt niemanden, der ausgeschlossen werden sollte. Und digitale Themen
betreffen alle in einer Organisation, betreffen alle Menschen im Privatleben, im beruflichen Leben. Ich habe gestern die Frage gestellt bekommen, wo die Zeit für mich bleibt, ja, wenn man über das Thema Digitalisierung spricht. Und das Thema ist, jeder von uns kann für sich selbst bestimmen, in welche Richtung er sich selbst digitalisiert, inwieweit er sich von diesem ganzen Thema mitziehen und mittragen lässt. Und das ist auch etwas, was man in Unternehmen durchaus transportieren und mitnehmen sollte. Wenn es jetzt darum geht, Themen zu digitalisieren, dann beginnt es meistens mit dem Satz, wir haben ein Problem, wir möchten was automatisieren, wir haben Fortschritt, wir haben Beschleunigung im Vordergrund. Ich habe das in einem Wort zusammengefasst, wir digitalisieren irgendwas. Und in dem Kontext ist zu sagen, dass sehr viele Vorhaben zum Beginn, wie man sie lostritt, wie man sie startet, bei Weitem nicht das sind, was es am Ende des Tages wird. Und warum? Weil man in dieser Vorphase sich schon zu stark auf technische Aspekte konzentriert. Und da kommen wir jetzt, sage ich mal, wieder zurück zu dem Thema digitaler Humanismus. Und die Menschen, die halt mit dem ganzen Thema in Berührung kommen, ein bisschen außen vor lässt. Von dem her, wir haben ja das Thema Digital Connecting, ja, und der Wolfgang und ich, wir haben das besonders auf einen nächsten Level gehoben. Das heißt, lieber Wolfgang, ich darf dich zu mir auf die Bühne bitten, denn wir kommen jetzt zu einer ersten Frage und jetzt sind Sie gefragt. Wolfgang, bitte. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das Ding ausgeschalten? Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Ja, wir haben uns gedacht, ausgehend von dem, was du uns gleich wahrscheinlich als Antwort dann oder aus den Antworten eröffnen kannst, würde man Sie gerne fragen, digitale Systeme im eigenen Unternehmen, wenn Sie Unternehmerin sind, Unternehmer sind oder Führungskraft sind, dann können Sie das wahrscheinlich gut beurteilen. Wenn Sie dort arbeiten, können Sie das noch besser beurteilen, weil Sie erleben es ja tagtäglich. Wie gut funktionieren denn die digitalen Systeme bei Ihnen? Wie viel Optimierungs-, Verbesserungspotenzial sehen Sie dort? Und wie zufrieden erleben Sie sich selber und Ihre Kollegen und Kolleginnen damit? Für die, die den QR-Code nochmal brauchen würden, hier ist er übrigens nochmal. Nur diese kurze eine Frage, wenn wir Sie da um drei Schieberegler bitten dürften. Digitalisierung, wie wird es erlebt und wie schaut es aus? Auf welchen Stand sind wir da? Gefühlt natürlich, das ist ja perzeptiv aus Ihrem Blickwinkel heraus, aber das ist ja auch der erzählt, weil Sie merken ja, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht. So, ich tue uns das jetzt wieder einblenden. Sehr gut. Ja, also wir hätten eine Wahnsinnsstreuung bei wie gut funktionieren die Systeme. Das ist eh, also wir haben jetzt schon eine deutliche Häufung bei Menschen, die sagen, na, das rennt eh inzwischen. Dreimal sehr gut, da würde ich übrigens gern zu Ihnen vorbeikommen dürfen, ich möchte was lernen von Ihnen. Und wie gut funktioniert das? Bei Optimierungs- und Verbesserungspotenzial, genau, danke schön, jetzt haben wir sehr am Bildschirm vorne auch, da sehen wir allerdings, sagen wir alle, es ging noch besser. Und bei dem, wie zufrieden wir uns damit erleben, haben wir so wieder diese zwei Gruppen, wobei es driftet sogar noch ein bisschen mehr ins Negativ. Mario, was tust du damit? Ja, was tun wir damit? Es gibt auf der einen Seite natürlich das Thema der Wahrnehmung. Kann man, Regie, kann ich die Fragen noch einmal kurz? Danke, super. Es gibt auf der einen Seite natürlich das Thema der inneren Wahrnehmung. Ja. Jetzt muss man natürlich auch schauen, sieht man das aus der Managementperspektive, sieht man das aus der Mitarbeiterperspektive, also der tagtäglich mit den Systemen im Umgang sein muss. Ja. Optimierungspotenzial finde ich sehr spannend, weil das ist tatsächlich auch die Beobachtung, die wir machen. Wenn ein digitales System einmal läuft, ja, dann kriegt man so ein bisschen einen intrinsischen Hunger. Ja. Man möchte das Thema vorantreiben, man sieht dann andere Potenziale, man möchte die Potenziale ins eigene Unternehmen heben und dann wird es richtig lustig und spannend, weil dann kriegt man ein bisschen einen Pioniergeist und treibt das Thema intern voran. Wenn man dann noch Personen findet, die auch als Digitalisierungsbotschafter in der eigenen Organisation funktionieren, dann ist das natürlich doppelt spannend, weil dann hat man nämlich auch Menschen, die anderen Menschen mitreißen und mitziehen. Und ein wesentlicher Erfolgsfaktor vom Thema Digitalisierung ist einfach die Tatsache, wie gut das Ganze von der eigenen Unternehmenskultur mitgetragen wird und wie sehr die Menschen im Unternehmen mitziehen. Der dritte Punkt, wie zufrieden sind unsere Mitarbeitenden und Kolleginnen mit den Systemen?
Finde ich grundsätzlich auch sehr gut, dass man sagt, man hat Systeme, die im Bestand sind und bezieht die richtigen Personen ein und das läuft auf einer sehr guten Basis, dann ist man zumindest einmal auf einem guten Weg und der Wolfgang hat schon gesagt, wir haben da einige, die da ganz rechts auf der rechten Seite sind, ja. Also vielleicht auch mit dem Kai drüber sprechen, dass man nächstes Jahr das Thema Best Practices noch ein bisschen von Vorrang holt und auch noch mehr da in die Praxisebene reingeht. Passt, danke. Ja, jetzt gibt es natürlich ein paar Botschaften zu diesem Thema. Ja. 68% der Personen im Dachraum, also eine repräsentative Studie, wo es darum gegangen ist, die Digitalisierung als solches zu bewerten, erkennen immerhin einen Fortschritt, einen technologischen Fortschritt innerhalb der letzten 10 Jahre. Also man sagt, das, was man sich da in der Technik gedacht hat, hat uns viel gebracht, hat uns getaugt und bringt uns am Ende des Tages was. Demgegenüber steht aber leider auch, dass 62% der befragten Menschen auch denken, dass beim digitalen Fortschritt die Bedürfnisse der Menschen nicht im Vordergrund stehen, sondern da andere Muster und Entscheidungsthemen lenkend und ausführend sind. Und wenn man dann diese zwei Fragen reflektiert, dann zeigt das einfach, ja, wir sind gut im Technologieentwickeln, aber nein, wir sind eigentlich schlecht, wenn es darum geht, Technologien menschorientiert zu entwickeln und nicht eben aus anderen Bereichen. Und dann blicken wir noch kurz nach Österreich. Wenn wir die letzten 3 Jahre ein bisschen Revue passieren, was sich da getan hat, 2020, 2021, 2022. Es gibt schon sehr viele Unternehmen, die Cloud-Services einsetzen. An der Stelle auch der Aufruf, da in Richtung Datenschutzgrundverordnung nachzudenken. Es ist momentan so, dass sich da extrem viel auf der EU-Ebene bewegt und da ziehen durchaus Gewitterwolken auf. Das wird auch in Zukunft sicher heißer gekocht und noch heißer gegessen. Also diese Themen sind keine optionalen Themen mehr. Da vielleicht eben die Anregung mitzugeben, zu schauen, welche Cloud-Services und welche sag ich mal, versteckten Cloud-Services Mitarbeiter ins Unternehmen bringen. Also wir sprechen da sozusagen von der Dark Cloud im eigenen Unternehmen, von denen weder die IT was weiß, von denen weder das Management was weiß und wo, sage ich mal, durchaus die eine oder andere Compliance-Richtlinie vielleicht nicht ganz eingehalten wird. E-Commerce-Thema ist natürlich dank Corona massiv gestiegen. Also das war die Zahl aus 2020. Im Jahr 2022 liegen wir bei mittlerweile fast 63%. Also das war ein wahnsinniger Treiber, was sich da in den letzten 2 Jahren getan hat. Und der letzte Punkt, künstliche Intelligenz steht stellvertretend dafür, dass man eben neue Technologien adaptiert und die ins Unternehmen bringt. Also da haben wir noch ein bisschen einen Nachholbedarf. Und ich habe jetzt mitgebracht, einen Ausblick in die Zukunft, besonders bezogen auch, sage ich mal, auf das Thema Logistik und Supply Chain, wo wir uns bewegen. Und den Ausblick schauen wir uns dann nochmal im Detail an. This is a box. Inside it is something very, very special. But before we look inside, we might like to know how it got here. Our story begins with a container that came from far, far away. Our container was taken from amongst the thousands on board and carefully placed onto a train, which sped from country to country, border to border, until it arrived at a hub. The plane flew our box, with the special thing inside, to an airport. Then a van took the box to a warehouse, where the box was scanned and placed among millions of other boxes. But those other boxes didn't contain anything quite as special as our box. A quick check online confirmed that the box was with the courier, who whizzed it down the road, and here it is, sitting on your desk. Amazing. This is one box out of millions of freight shipments daily in an increasingly complex and demanding world. But what is inside the box? What's inside is the answer to our future, where the single European transport area is a reality, and barriers for all modes are lifted. Collaborative solutions and incentives have made city logistics CO2-free, where focused infrastructure investments have made huge efficiency savings. New technologies and aircraft design transport goods on alternative fuels, and shipping formalities are simplified.
e-customs and single transport documents will have increased supply chain security and efficiency. E-commerce opens the door to trade, and co-modality is a fundamental baseline of European transport policy. It's the future of one of the biggest single sectors of the EU economy, and the backbone of global trade routes. But to get there, we have to think somewhere around here. Ja, also spannende Themen, die wir da drin gesehen haben, was uns zur nächsten Frage führt. Wolfgang, du bist schon auf die Bühne gehopst, nämlich die Fragestellung, die wir haben, ist, wie nahe denken Sie in Ihrem Unternehmen an diese gezeigten Szenarien bereits ranzukommen? Mhm. Der Fortschritt wächst und wächst. Wir sind derzeit bei 35%. Ja, wobei die Schwankungsbreite ist gigantisch. Also, musst du mal anschauen. Ah. Man kann das jetzt aufgrund der vielen, aber wir sehen schon, da ist viel. Also, der Mittelwert liegt zwar da schön in der Mitte, aber da haben wir Wahnsinns-Heterogenität. Man sieht es da im Blauen ganz gut. Das ist natürlich super spannend, weil wir Unternehmen aus verschiedenen Größen und verschiedenen Themenfeldern in dem Kontext da bei uns haben. Und zeigt natürlich auch, wie unterschiedlich der Progress dazu ist. Wie würdest du das interpretieren? Also mein Bild ist jetzt, ich komme jetzt wieder aus der psychologischen Perspektive. Das eine ist, dass das wahrscheinlich ein Abbild dessen ist, wie es wirklich ist. Also so, ja, wir haben uns da wiedererkannt in dem einen und dem anderen, das kennen wir gut. Und das andere ist natürlich, die Frage ist, worauf beruht meine Einschätzung, wenn ich sowas abgebe? Weil wie nahe kommen wir dem? Kann ich das überhaupt gesamthaft überblicken? Ist das aus meiner Sichtweise vollständig oder nicht vollständig? Habe ich da was hinzugefügt? Also ich bin ein bisschen skeptisch. Ambivalent, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Ja. Gut, dann wechseln wir bitte wieder in die Präsentation. Dankeschön. Es kommt jetzt nämlich eine sehr spannende Erkenntnis. Das Video, das ich gezeigt habe, stammt aus dem Jahre 2012. Also 2012 haben wir sozusagen diese Zukunftsvision gesetzt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Jetzt sind wir dort angekommen. Und das führt natürlich zur Überlegung, was haben wir die letzten 10 Jahre gemacht. Und ein Thema, was ich immer wieder höre, ist, ja, wir bewegen uns schon im Zeitalter Industrie 4.0 und Web 3.0 und andere Themen. Ja. Und die Frage ist, ob wir nicht einfach einmal hergehen und dieses ganze 3.x, 4.x einfach wegstreichen, weil wir sind in vielen Organisationen noch lange nicht so weit, dass wir sagen, wir reden von einem technologischen und digitalen Zeitalter. Wir haben jetzt natürlich heute dann nur den Ausschnitt aus sage ich mal, der Branche, wo wir uns da bewegen. Ja. Aber es schaut in den anderen Bereichen nicht anders aus. Ja. Das heißt, wir haben zwar diese ganzen Schlagwörter und Passwörter, die halt auf der großen Marketingbühne der Lösungsanbieter entstehen oder entstanden sind, aber im Endeffekt, wir dümpeln irgendwo bei ja, vielleicht 3.0 herum. Es gibt dann sehr spannende Kennzahl dazu. Das ist der DESI, der Digitalisierungsindex in Europa. Ich weiß nicht, wer hat von dieser Kennzahl schon mal gehört? Mhm. Für das Publikum zu Hause wieder. Wir haben 3, 4 Hände gehabt, die im Auditorium nach oben gegangen sind. Also danke an die Kollegen, die sich sehr intensiv auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Österreich hat vor kurzem das Ziel ausgerufen, bis 2030 Top 3 zu werden. Ja, 2022 stehen wir auf Platz 10. Und wenn wir dieses Rumdümpeln in einem globalen Kontext betrachten, dann sehen wir, dass sich da auf der globalen Karte die Regionen sehr unterschiedlich bewegen. Ja. Im Klartext heißt es eigentlich, die Regionen, die grün sind, ja, sind im Digitalisierungsbereich schon sehr weit fortgeschritten. Also es gibt nicht nur in der EU so einen Index, sondern sowas gibt es auch auf der globalen Ebene. Die Regionen, die gelb sind, die sind, sage ich mal, ja, schon eigentlich
am Weg dorthin. Ja. Rot ist schwierig, ja. Und die Regionen, die blau sind, sind schon sehr weit oben. Und wenn man sich da ein bisschen die Länderverteilung anschaut und man sieht es eben da auf der Karte im linken oberen Bereich, ja, so Schweden, Dänemark, Südkorea, Australien, Niederlande, also gerade in Europa auch Regionen, die ja bereits dafür bekannt sind, im Kontext Digitalisierung, digitale Technologien, Adaption von digitalen Technologien sehr weit vorne dabei zu sein. Ja. Dann schaut man natürlich auf die rechte Seite Richtung Singapur, Hongkong, UAE, Israel, die sozusagen die absoluten Vorreiter in dem Thema sind. Dann sieht man schon, dass man sich dann ein bisschen bewegen muss. Österreich ist für diejenigen, die es nicht sehen, da in der Mitte drinnen, ja, also irgendwo im Mittelfeld. Wir haben jetzt 2022 bis 2030 wollen wir sozusagen am Platz 3. Da haben wir echt noch einiges vor uns. Ja. Und einer der Gründe, warum wir, sage ich mal, in der Digitalisierung, und da gibt es viele Thesen dazu, noch ein bisschen hinten sind, ist kein technologischer Grund. Ja. Einer der Gründe, und den löse ich jetzt auf, da geht es darum, dass man in der technologischen Welt von Trends, die, sage ich mal, oft nicht in der Dachregion entstehen, sondern halt, sage ich mal, aus dem Amerikanischen kommen oder, sage ich mal, aus dem englischsprachigen Raum, da gibt es dann Terminologien, die nicht immer ganz so eindeutig sind. Ja? Und wir begeben uns jetzt einmal ganz kurz zurück an die Schultafel, ja? Nämlich Digitalisierung ist nicht immer Digitalisierung. Ja? Was könnte das bedeuten? Gibt es da irgendwelche Ideen dazu? Also grundsätzlich, Digitalisierung ist ein sehr weit gefasstes Thema. Das ist alles und nichts. Ja. Genauso im Englischen, Digitalization ist nicht Digitization. Wer hat das Wort Digitization schon mal gehört? Mhm. Vier Hände für das Publikum zu Hause. Und das ist ein ganz großes Problem, ja, weil wir haben in der digitalen Welt genau drei Schritte, die wir eigentlich tun, wenn es darum geht, digitale Systeme einzuführen. Wir haben als ersten Schritt die Digitization, wir haben als zweiten Schritt die Digitalization und als dritten Schritt die Digital Transformation. Und wer da jetzt genau hinschaut, sieht den Unterschied, dass wir zwischen Deutsch und Englisch was haben? Wir haben einen Schritt vergessen. Nämlich den Schritt Digitization. Und nachdem das der erste Schritt ist, ist jetzt nicht schwer zum Antizipieren, dass das einer der wichtigsten Schritte ist. Und worum geht es dabei? Es geht bei Digitization darum, mir klar zu werden, welche Fähigkeiten in einem Unternehmen vorhanden sind, um überhaupt Digitalisierung zu betreiben, welche Anforderungen im Unternehmen aufgebaut werden müssen, um Digitalisierung zu betreiben und letzten Endes auch zu schauen, welche Daten sind vorhanden, ja? Welche Datenquellen habe ich, welche Daten aus dem Unternehmen kann ich überhaupt in einen Digitalisierungsprozess führen. Und dieser Schritt wird in den meisten Digitalisierungsprojekten einfach nicht einmal erwähnt, beziehungsweise wird, sage ich mal, ein bisschen reingepresst in den Kontext Digitalisierung. Aber in Wirklichkeit ist es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zu spät, weil bei der Digitalization reden wir eigentlich dann schon ein bisschen in Richtung, wie integrieren wir diese digitalen Themen in die Organisation. Wir wissen aber noch gar nicht, welche digitalen Themen wir überhaupt integrieren können, weil wir nicht wissen, welche Fähigkeiten wir im Unternehmen haben. Das heißt, da beißt sich die Katze ein bisschen in den eigenen Schweif. Und dann gibt es mit dem Fortschritt auch noch so ein lustiges Thema, weil ich immer wieder höre, ja, das sind neue Technologien, die probieren wir noch nicht so aus, da müssen wir mal schauen, wie andere damit tun und da warten wir drauf. Ja. Also kurz zu warten, wenn es um technologischen Fortschritt geht. Und da machen wir jetzt einen kurzen Ausflug in die Mathematik, um genau zu sein, in das Gebiet der Exponentialfunktion. Also wir haben da eine sehr einfache Grafik, wir sehen, wie viele Technologien verfügbar sind. Und dann gibt es eben zwei Arten von Organisationen. Die einen Organisationen warten ab und schauen nochmal, was passiert. Die mutigeren Organisationen adaptieren Technologien, experimentieren herum, fallen einmal auf die Nasen, das ist auch komplett normal und erlaubt. Aber der springende Punkt ist, dass im Faktor Zeit
das Verhältnis zwischen verfügbaren Technologien, die mein potenzieller Mitbewerber bereits einsetzt, ja, und jenen Technologien, die ich vielleicht noch nicht einsetze, relativ großer ist, weil auch immer mehr Technologien dazukommen. Ein einfaches plakatives Beispiel, wenn wir uns den Weg von der Rechenmaschine bis hin zum Computer anschauen. Der Erfinder vom Taschenrechner hatte, um den Taschenrechner zu erfinden, 1966 ein Mittel zur Verfügung, das war der Rechenschieber. Und 1981, wo man das Zeitalter der Computer begonnen hat, hatte der Erfinder des Computers den Taschenrechner zur Verfügung. Und wenn wir in die nächste Dimension blicken, in Richtung Quantencomputing, was definitiv noch ein sehr ungelöstes und gefährliches Thema auch ist, dann hat der Erfinder, der diesen Quantencomputer letzten Endes auch dann wirtschaftlich verwertbar umsetzt, Computer und noch viele andere Technologien zur Verfügung. Das heißt, wir schließen daraus, also das Warten lohnt sich nicht immer, weil einfach verschiedenste Technologien unterschiedliche Auswirkungen im Organisationskontext haben, aber auch natürlich im Erfolgsumfeld, was die verschiedenen Geschäftsfelder angeht. Wenn wir jetzt einen Sprung in die Logistik machen, ja, dann sind das so Schlagwörter, die eigentlich alle von Ihnen zumindest schon in der einen oder anderen Weise schon mal gehört haben sollten. Ja? So Themen wie selbstlernendes Fahren, ja? So Themen wie Integration von Low-Cost-Sensoren in den Systemen, AI, also künstliche Intelligenz, Smart Contracts, CPPS, also cyberphysische Systeme und eine dieser Technologien ist besonders interessant, weil die hat sich natürlich zu einer Technologie hervorkommt, die mittlerweile halt überall sehr stark im Einsatz ist. Das ist nicht sehr schwer zum Auflösen. Da reden wir von der künstlichen Intelligenz. Ja. Und da muss man gleich vorwegnehmen, künstliche Intelligenz ist auch nicht künstliche Intelligenz. Es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen. Manche reden von künstlicher Intelligenz, wenn wir noch in der Algorithmik unterwegs sind und eigentlich einfache mathematische Probleme lösen. Während andere, sage ich mal, von maschinellem Lernen sprechen und in Wirklichkeit eigentlich Expertensysteme im Hintergrund haben. Also da muss man schon differenzieren, wie weit der Einsatz von dieser Technologie im Unternehmen geht und wohin sich das ganze Thema entwickelt. Was aber ganz wichtig ist, all diese Themen verschmelzen, ja, all diese Themen in der Organisation werden zu einer Plattform, alles wird zu einer Plattform. Und das betrifft aber nicht nur Technologien, das betrifft auch Organisationen, weil letzten Endes verschmilzt auch eine Organisation zu einer Plattform aus unterschiedlichen Services, ja, aus Playern, die da drinnen sind. Es bilden sich entsprechende digitale Ökosysteme und mit all diesen Dingen und den neuen Technologien und die neuen Prozesse muss man halt im eigenen Unternehmen auch umgehen lernen. Und da stellt sich dann die spannende Frage, wer eigentlich der Betreiber dieser Plattform ist. Ja? Und im Kontext der Digitalisierung haben wir natürlich eine Antwort darauf und die lautet wie? IT, KI, digitale Systeme, Prozesse. Grundsätzlich KI ist nicht ganz falsch natürlich, weil mittlerweile halt ein hoher Grad an Automation auf KI-basierten Systemen funktioniert oder basiert. Aber ich möchte heute einen neuen Aspekt da dazugeben und das ist die sogenannte HI. Und wer, also auch Handzeichen bitte wieder, wer hat vom Thema HI schon gehört oder wofür könnte HI stehen? Wie bitte? Human Intelligence, genau so ist es. Ja. Also wir Menschen betreiben im Kontext Mensch, Maschine genau diese Plattformen, wo wir uns hinbewegen. Ja. Und jetzt wird es noch spannender, wenn wir das Thema künstliche Intelligenz und Human Intelligence zusammenfassen. Was kommt dabei raus? Es ist wahrscheinlich ein Begriff, den noch sehr wenige gehört haben. Ja. Wir sprechen dann von sogenannter Augmented Intelligence. Wer hatte diesen Begriff schon mal gehört? Aha. Zwei Personen. Da ist jetzt jemand, der sehr jung ist und diesen Begriff schon gehört hat. In was für einem Kontext ist das bereits bekannt? Also
Das ist sehr gut. Und meine Damen und Herren, Geschäftsführer, Vorstände, Führungsverantwortliche, das ist definitiv ein Mitarbeiter der Zukunft. Ja? Also ich würde sagen, das ist ein Applaus wert, weil wenn man in dem Rahmen, sowas auf Tablett bringt, dann lässt uns das auch, sage ich mal, mit ein bisschen Hoffnung in die Zukunft schauen, was einfach unsere zukünftigen Arbeitskräfte und sage ich mal, Partner und Mitarbeiter angeht. Also man spricht tatsächlich davon, es geht darum, künstliche Intelligenz und Menschen sollen zusammenarbeiten. Ja? Wir sollen diese ganzen Technologien, ob es jetzt da stellvertretend AI ist oder andere Technologien, im Einklang mit uns Menschen verwenden. Und ganz wichtig, und das steht auch drunter, ja, es geht darum, die Zusammenarbeit von künstlicher Intelligenz und menschlichem Urteilsvermögen zu kombinieren. Das heißt, oberste Regel, ein KI-System trifft oder sollte niemals komplett unreflektiert selbstständig Entscheidungen treffen. Ja? KI-Systeme und Technologiesysteme sollen als additive Technologiesysteme gesehen werden und entsprechend unterstützen. Basieren tut das Ganze übrigens, und das ist sehr spannend, auf der Idee der Intelligence Amplification, und das geht auf die frühen 50er und 60er Jahre zurück. Ja. Das heißt, dort hatten die Idee geboren, das, worin wir Menschen richtig schlecht sind, nämlich beispielsweise eben dem Berechnen von unendlichen Zahlen und so weiter, ja, digital gestützt durchzuführen und entsprechend zu machen. Ja. Das heißt, eine ganz wesentliche Botschaft von heute ist, wenn Sie Ihr Unternehmen zukunftsfit und zukunftsreif machen möchten, dann haben Sie immer das Bild im Hinterkopf. Wir haben diese ganzen Technologien, stellvertretend eben künstliche Intelligenz, Automation, Prozessautomatisierung und diese ganzen Themen. Wir haben Human Intelligence noch immer an zweiter Stelle und die Königsklasse eben dieses AI, Augmented Intelligence, also den Begriff mitnehmen, damit am Ende des Tages diese Regel noch immer gilt, nämlich die Entscheidungen in den Unternehmen, die wesentlichen Entscheidungen treffen Menschen. Natürlich datengetrieben, natürlich mit der Unterstützung von diesen Technologien, aber eben niemals alleinstehend. Und wenn wir über diese Technologien sprechen und über Digitalisierung sprechen, dann müssen wir auch über Daten, Informationen und Wissen sprechen. Ja? Und diese Entscheidungsthemen, die beginnen oft einmal auf der Ebene, dass der Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen in Organisationen gar nicht so eindeutig definiert ist, obwohl der Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen sehr eindeutig definiert ist. Und ein großer Trend, wo wir uns derzeit in Organisationen hinbewegen, ist das Thema DDM. Ja? Hat die Abkürzung schon mal jemand gehört? Auch nicht. Null. Zero. Okay, spannend. DDM steht für Data-Driven Decision-Making. Das ist der, sage ich mal, neueste Trend oder sage ich mal, das neueste Thema, das jetzt als der nächste Schritt zur digitaler Transformation, abgeschlossener digitaler Transformation passiert. Also datengetriebenes Entscheidungsmanagement, automatisiertes datengetriebenes Entscheidungsmanagement. Und um das zu verstehen, wie gesagt, gehen wir noch einmal auf das Thema Daten, Information und Wissen. Ja? Wieder kurz zurück an die Tafel. Datum und Daten. Ja? Ganz ein einfaches Beispiel. Wir haben die Zahlen 1, 4, 0, 5, 8, 2. Was könnte das sein? Bitte? Ein Geburtsdatum, genauso ist es. Und was der Herr da aus der zweiten Reihe gemacht hat, er hat die Zahlen einmal in seinem Kopf in einen gewissen Kontext gebracht. Ja? Und das ist nämlich der erste Denkansatz, den wir machen müssen. Daten, Rohdaten in einen Kontext gesetzt, führen erst zur Information. Das heißt, dieser Herr da vorne hat jetzt die Information, es handelt sich um ein Geburtsdatum. Er hat aber nicht die Information, geschweige denn das Wissen darüber, von wem. Meins ist das nicht. Ja? Und der nächste Schritt ist, haben wir Information, können wir diese Information verarbeiten? Wenn wir jetzt zurückdenken an das Thema Digitization, was ich eben vorher gesagt habe, dann ist es oft so, dass wir diesen zweiten Schritt noch gar nicht machen können, weil wir uns noch gar nicht darüber einig sind oder vielleicht nicht wissen, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind. Gleichzeitig sagen wir aber, in der digitalen Transformation arbeiten wir mit Information und Wissen, das wir weiterverarbeiten wollen, das aber nicht bestätigt ist. Also
das geht nicht ganz auf. Das heißt, wenn wir gehen wir mal davon aus, wir haben Informationen vorliegen und wollen diese Informationen auch verarbeiten, erst dann erreichen wir Wissen. Verarbeiten kann ganz unterschiedliche Themen oder Dinge bedeuten. Das kann sein, dass man es mit anderen Informationen anreichert. Das kann sein, dass man es mit Expertensystemen bearbeitet. Aber letzten Endes geht es in diesem zweiten Schritt dann darum, Kontext und Verarbeitung zu interpretieren. Und wenn wir jetzt zu diesem DDM-Thema zurückkommen, es ist eine große Basis dafür, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren können, überhaupt funktionieren können. Warum ist das so? Weil erst diese Interpretation aus Daten, Information und Wissen auf der Unternehmensebene Wert generiert. Und wenn wir schaffen, Wert zu generieren aus Daten, die wir vorhanden haben, dann gratuliere, weil dann haben wir ein digitales Geschäftsmodell. Am Ende des Tages gibt es jemanden, der eben bereit ist, ja, Münzen einzuwerfen für das, was aus diesem ganzen Prozess rauskommt. Und wenn wir dann über diese digitalen Geschäftsmodelle sprechen, dann habe ich die nächste Kernaufgabe zu lösen, nämlich ich muss mir überlegen, dieser Wert, was hat das für Auswirkungen? Ja? Bin ich Provider von Daten, also gebe ich Daten weiter und andere sind einfach dafür bereit zu zahlen, auf diese Daten zuzugreifen. Ja. Bin ich selbst Consumer von diesen Daten im eigenen Unternehmen und ich habe eine Wertsteigerung in der eigenen Organisation? Oder aber sage ich, das sind Daten, die vielleicht weiterverarbeitet werden und woanders Werte generieren oder vielleicht in Kombination Werte generieren. Und wenn man diese Denkaufgabe im Unternehmen auch ein bisschen verinnerlicht, dann kann man eben im Kontext der DDM genau richtige Entscheidungen treffen, die dann auch in weiterer Folge dazu führen, dass man eben diese Geschäftsmodelltransformation, die ja derzeit, sage ich mal, die Kopfaufgabe für viele Organisationen darstellt, auch letzten Endes lösen kann. Und jetzt die große Frage, was braucht es heute? Was braucht es heute? Es braucht in erster Linie mal eine Veränderung beim Ansatz, wie man eben genau diese digitalen Themen betrachtet. Es funktioniert leider Gottes nicht, dass man Basisschritte überspringt und dann erwartet auf der dritten Ebene, nämlich genau darum, in der Wertschöpfungsebene, die Ergebnisse zu erzielen, ja, und den Versprechungen, sage ich mal, nachzukommen, die halt einfach auf der großen Anbieterseite oftmals kommuniziert werden. Und lieber Wolfgang, ich darf dich ein letztes Mal auf die Bühne bitten. Wir haben nämlich noch eine sehr spannende Frage vorbereitet. Ja, und diese lautet, was sind denn im eigenen Unternehmen so die größten Brocken, die größten Blockaden für das Fortschreiten der Digitalisierung? Also wo haben wir denn wirklich damit zum Kämpfen? Falls Sie nochmal den QR-Code brauchen, hier ist er. Die erste Karten, die ich gelesen habe, ist natürlich klar, Budget, Kohle ist es immer. Andererseits kommt man sagen, andererseits könnte man sagen, es geht immer ums Geld, oder? Ja, klar. Andererseits könnte man auch sagen, Prioritäten. Mhm. Budget, Akzeptanz der Mitarbeiter, Mindset, Förderung der Schule. Spannend, was sagen wir dazu? Naja, ich vermute, dass sozusagen frühzeitig schon vorgebaut wird. Ja, eh. High Potentials. Ja. Noch einmal ja eh. Mangelndes Know-how der Führungskräfte, habe ich auch gelesen. Müsste ja Beratungsunternehmen für Sie. Aber ihr seid ausgebucht, oder? Ja, bis März, April geht nichts. Nein, also wenn man sich das anschaut, dann sind das genau die Themen, die eigentlich dazu führen, dass man auflösen kann, was man halt im Voraus nicht gemacht hat. Ja. Wir haben Basic Skills, Verlässlichkeit finde ich einen spannenden Punkt. Mindset ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Themen. Ja. Digitalisierungs- oder digitales Mindset in einer Organisation, das ist was, das kann man nicht so leicht greifbar machen. Das ist auch für Führungskräfte oft sehr schwer. Einfaches Beispiel, wenn man, sage ich mal, einem Aufsichtsrat klar macht, dass nur wenn man auf einer Agenda das Thema Digitalisierung hinschreibt, die Digitalisierung auf der untergeordneten Organisation nicht einfach passieren kann, dann ist es oftmals, sage ich mal, ein bisschen verwundert, alte Leute, wir haben keine Blockaden. Wer hat das geschrieben? Möchte sich jemand outen? Aha. Wer ist das? Den möchten wir jetzt da kennenlernen. Oder vielleicht ist es jemand online. Ja? Ressourcen, Demokratie, Budget. Ja. Also was sich einfach rauszeigt, es sind viele
Orts. Gott sei Dank, und das freut mich eigentlich, weil das bestätigt auch in dem, worüber wir heute reden. Ja. Es sind keine technischen Themen eigentlich. Ja. Also wenn man diese Dinge da anschaut, dann haben wir haben das Thema Soft Skills, ja. Inkompetenz, okay, ja, gut. Also wir haben das Thema Soft Skills, wir haben das Thema fehlendes Know-how, wir haben das Thema Organisationsmindset und so weiter. Also alles weiche Themen. Ja. Übrigens nichts, worüber wir eigentlich in der Software im Normalfall sprechen. Der dauert ein bisschen, aber irgendwann einmal kommt er dann. Ja, spannend. Danke, wieder zurück auf die Folien. Ja, also genau das ist der springende Punkt. Sie alle haben es gerade beantwortet. Ja. Es braucht eine Veränderung in die Richtung, wie Organisationen ticken, wie wir mit den Menschen in der Organisation arbeiten. Und vor allem, wir müssen uns verabschieden von repetitiven, dass ich das Wort rausbringe, Aufgaben, um Zeit zu gewinnen. Das ist eigentlich, sage ich mal, das, wohin wir uns transformieren sollen. Ja, gehen wir weg von den lebenszeitverschwendenden Aufgaben. Ja. Wer muss heutzutage noch hunderte Excel-Zahlen abschreiben, wenn man solche Dinge wunderbar mit Robot Process Automation umsetzen kann? Ja. Wer muss heutzutage noch irgendwelche Formulare ausdrucken, jemand anderen das Formular geben, das Formular abschreiben lassen, wenn man das mit Technologien wie OCR perfekt umsetzen kann? Ja. Die große Frage wird einfach sein, wohin bewegt sich die Arbeitswelt? Was werden zukünftig die Aufgaben sein? Und ich habe immer wieder mit der Frage zu kämpfen oder sage ich mir einfach mit der Frage zu arbeiten, wohin die Digitalisierung führt in puncto Arbeitslosigkeit. Und natürlich, das ist immer das Gleiche. Ja? Es werden neue Jobs entstehen, es werden sich andere Jobs auflösen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen klassischen Wareneingang hernehmen und wir nehmen die Formel, die wir vorher gehabt haben, nämlich genau das Thema AI plus HI ist AOI, wo Pakete halt mit einfacher Technologie gescannt werden, erfasst werden, optische Sensoren halt entsprechend die Inhalte der Pakete erfassen. Das heißt, wir haben eigentlich, sage ich mal, die Automation in der Kommissionierung. Die Roboter dann halt noch herumgreifen und die ins Warenlager bringen. Dann muss das jetzt nicht unbedingt mehr Lagerarbeiter machen. Aber was kann der Lagerarbeiter machen? Also erstens, er braucht das nicht mehr machen, aber in Zukunft, ja, braucht er vielleicht an seiner Seite Ingenieure, damit er aus Best Practice-Sicht, nämlich er ist derjenige, der in 50 Jahren, vielleicht vor 40 Jahren, das letzte Backel manuell angegriffen hat, ja, den Systemen beizubringen, wie haben wir dort gearbeitet. Wir haben so viel implizites Wissen in den Unternehmen drinnen, in den Mitarbeiterinnen verankert, und dieses Wissen wird uns abhanden kommen. Ja. Und wenn wir es nicht schaffen, dieses Wissen zu externalisieren, dann hilft die beste Digitalisierung auch nicht, weil letzten Endes werden wir dann Prozesse umsetzen, die weit weg von dem gehen, was wir als echte Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Und irgendwann wird einer nicht einmal mehr wissen, wie ein Hammer ausgeschaut hat. Und wenn wir von der Digitalisierung sprechen und diese ganzen wunderbaren Online-Plattformen haben, dann wird es mich sehr ärgern, wenn ich auf eine Plattform gehe, mir einen Handwerker bestelle, aber es kommt niemand, weil es keinen mehr gibt. Das heißt, die Fragestellung ist, wo ziehen wir die Grenze zwischen Automation, Replacement und Addition in der Technologieebene? Und die Frage, die sich eben stellt, ist, wie genau diese Arbeit in der Zukunft ausschaut. Ich kann es aktuell nicht beantworten, ja, aber man kann einmal zumindest anfangen, darüber nachdenken, auch in den Organisationen, welche Jobs wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ich habe den Link jetzt nicht parat, aber man findet es relativ schnell. Das Deutsche Zukunftsinstitut hat eine Website gebaut, da kann man seinen aktuellen Job eingeben, ja, kann dann konfigurieren, welche Tätigkeiten man macht und man kriegt dann eine Wahrscheinlichkeit über die nächsten 15 Jahre, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Grad der Digitalisierung, der Automation in den Job ist. Sprich, man kann sich heute eigentlich schon darauf vorbereiten, ob man irgendwann arbeitslos ist. Ist an und für sich ein sehr, sehr guter Zugang, weil man sich dann heute genau Gedanken darüber machen kann schon, wohin die Reise geht und wie man das ganze Thema auch ablösen können wird müssen. Das heißt, Digitalisierung verändert. Ja? Und wie verändert Digitalisierung? Digitalisierung schafft Intransparenz. Ja? Wenn wir als Mitarbeiter in einem Unternehmen uns auf digitale Systeme verlassen und am Ende kommt eine Zahl raus, und davor sind vielleicht 15 andere digitale Prozesse, die diese Zahl letzten Endes zum Ergebnis haben, dann müssen wir als Mitarbeiter heutzutage darauf vertrauen, dass die Zahl stimmt.
Jetzt ist es halt so, dass die Zahl nicht unbedingt zwingend stimmen muss. Wir gehen einmal davon aus, weil vom Standard her soll es grundsätzlich passen. Ein einfaches Beispiel aus Deutschland, ein großer E-Commerce-Betreiber, die haben einen Online-Shop gehabt und haben ein digitales System gebaut, um Fraud Detection zu machen, also Missbrauch im Kreditkartenfall. Und das Thema war hochspannend für die, weil die haben so viele Transaktionen gehabt, dass sie natürlich auch sehr viele Daten gehabt haben. Das Problem war aber, die Entwicklung des Systems, das Fraud Detection macht, wäre so komplex geworden, dass es billiger war, ja, am Ende des Tages jemanden hinzusetzen, der auf Basis von Bauchgefühl und entsprechender Erfahrung, ja, darüber nachgedacht hat, wie könnte man das machen und wie hat man das Thema gelöst. Man hat dann eingeführt, diese Thematik kennt der eine oder andere vielleicht, man bestellt irgendwo was, kriegt der Test-SMS, in der SMS steht eine bestimmte Nummer drin und die Nummer muss man eingeben. Ja. Also ein ganz einfaches Verifikationsverfahren, und diese Methoden entstehen aber von Menschen, die eine Ahnung von der Praxis haben. Ein zweites Thema, das Thema Überschusssinn, ist ein Kulturthema. Ja? Wir haben uns in der Kommunikationswelt entwickelt von Sprache, Buchdruck, Computer, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Also wo geht die Reise hin? Die Verschmelzung von verschiedenen Kommunikationswelten verändert uns als Mensch. Ja? Wir haben es mit neuen Verbreitungsmedien zu tun. Das heißt, der letzte Schritt war das Internet. Der nächste Schritt ist hoffentlich nicht das Metaverse, aber wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Und diese ganzen Themen haben am Ende des Tages zu einer noch stärkeren Komplexität geführt. Und das ist eben genau das, wo der Zug gerade auf uns zukommt. Das heißt, um diesem Zug auszuweichen, ja, wir müssen ein neues Verständnis für Kommunikation entwickeln. Der Widerstand gegen die Digitalisierung ist was Perfektes. Warum? Weil wir dadurch lernen, wie es nicht sein soll, wie es die Menschen nicht haben wollen. Ja. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir soziale Phänomene in der Organisation anpassen, wie wir auf die Mitarbeiter eingehen, wie wir darauf eingehen, dass die Organisationen zusammenarbeiten und letzten Endes auch neue Muster schaffen, neue Wertemuster, an denen wir uns orientieren. Ja. Wir haben gestern über das Thema New Work gesprochen. Ja. Ich sage, es ist das neue Normal, wenn wir darin denken, komplett in Netzwerken zu agieren. Ja. Organisationen haben heute Skills, Organisationen werden morgen Skills brauchen, die sie mit ihren Mitarbeiterinnen nicht besetzen werden können, zumindest nicht kurzfristig. Wir haben jetzt schon das Thema Fachkräftemangel, ist natürlich in aller Munde, ja. Aber das wird zukünftig nicht unbedingt besser werden, weil letzten Endes auch die Aufgaben und die Arbeitsfelder noch schwieriger zu bewältigen werden, weil wir, wenn wir uns in der Digitalisierung bewegen, ganz stark darauf zugehen, dass da Themen auftauchen, die wir heute noch nicht einmal begreifen können. Diese Widersprüche aus Komplexität, ja, und da steht auch das Thema offene Ökologie, also sprich eine neue Werteannahme, wenn es darum geht, wie Organisationen arbeiten, worin, sage ich mal, der Mehrwert aus der Kollaboration entsteht und wohin sich die Reise der Unternehmen bewegt. Ja, das bedarf entsprechender Werkzeuge und diese Werkzeuge sind auf der einen Seite eine neue gute Führung. Ja. Wir haben vorher bei der Frage gesehen, dass eben das Thema Mindset ein starkes Thema ist, fehlendes Know-how auf der Führungsebene. Also ich sage immer, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Ja. Wir haben gestern auch gehört, der Roland hat gesagt, wo wir da als erstes ansetzen, er würde einmal die Geschäftsführung austauschen. Ist natürlich ein bisschen ein radikaler Gedanke, aber grundsätzlich, das Mindset muss man ganz oben implementieren, ganz oben schaffen. Ja. Analog ist die Zukunft. Was meine ich damit? Wir alle bewegen uns auf eine digitale Welt zu, die noch digitaler wird. Aber diese Warentätigkeiten, wie eben Handwerker, wie die ganz einfach runtergebrochenen Themen, die werden zukünftig noch wertvoller werden, weil es weniger Menschen geben wird, die das noch beherrschen. Und die schönste Maschine in diesem ganzen Kontext, also wir haben vorher eben von AI, von KI gesprochen, sind am Ende des Tages wir. Ja? Und in diesem Sinne hoffe ich, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben sich einiges mitnehmen können und denken Sie daran, immer den digitalen Humanismus im Vordergrund zu sehen, wenn Sie die nächsten digitalen Themen angehen. Dankeschön.